Ich möchte mich beziehen auf heute Morgen, da haben wir eine Kontemplation. Jeder Mensch sucht nach Glück oder sucht sein Glück. Wir denken immer, es ist mein Glück, sagen wir, nicht? Es ist nicht irgendein Glück, sondern mein Glück, ist ganz wichtig. Und wir haben mal in der Vergangenheit nachgeschaut, wo immer Glücksmomente in unserem Leben waren, von der kleinen, vom kleinen Kind an aufwärts. Haben wir was gefunden? Haben wir Sachen im Kleinkind gefunden? Wer hat da nichts gefunden? Können wir sagen. Hat jemand wirklich echt sagen, na, ich habe nichts gefunden. Da war nichts Glückliches. Mhm. Ja, kann sein. Sonst jemand? Auch nicht so viel. Oder gar nichts. Kleinkind gar nichts. Mhm. Und dann so als Schulkind, kleines Schulkind, also Grundschule, war da mehr oder war da weniger? Weniger? Bei manchen ist es dann weniger, als Kleinkind ist mehr, da ist man noch bei Mama und dann ist alles schön und so weiter, ist es noch heil und dann in der Schule auf einmal fängt es anders an. Kann aber genau umgekehrt sein. Kann genau umgekehrt sein. Wem ist da nichts eingefallen als Grundschulkind? Ja? Weißt du? Ja, ja. Hm? Das ist ja keine Glücksmomente. Interessant, ne? Und dann weiter. In der Pubertät, im heranwachsenden Alter. Schwierigkeiten gab's überall. Wahrscheinlich gab's eine Menge, ne? Gab's ja. So dieses Loslösen und selbstständig werden und so. Das ist eine Menge Schwierigkeiten. Aber gab's da Glücksmomente? Wer hat da keine gefunden? Doch, da waren scheinbar überall welche. Na, immerhin. Und dann in dem Alter, also die Berufsausbildung und so, ist ja auch wieder eine ganz andere Zeit. Ganz anders. Man ist ja da schon, fängt ja an eben mit der Selbstbestimmung. Da kann ich mir das ja selbst aussuchen. Vorher haben die Eltern das ausgesucht oder irgendjemand, nicht? Da musste ich mehr oder weniger die Schule besuchen oder das machen. Aber jetzt den Beruf habe ich mir ja wohl ausgesucht. Und da können wir auch sagen, ja, das ging ja nicht, ich musste das lernen, weil das andere nicht ging. Natürlich, aber trotzdem hatte ich die Wahl. Nicht? Also irgendwo, waren da Glücksmomente zu finden? Oder keine? Wer hat keine gefunden? Sagen wir mal so herum. Weder nie glücklich noch nicht glücklich, so war das, ja? Wie sieht das hier so aus? Keine Glücksmomente? Gar keine? Waren Glücksmomente da? Der soll sich mal melden, den mal sehen, ob Glücksmomente da waren. Sonst weiß ich ja überhaupt nichts mehr hier. Da weiß ich ja gar nicht mehr, ob es Glücksmomente gab in der Ausbildung. Gab es doch. Ich glaube, die meisten, wo oftmals, weil sie dann eben selbstständiger waren, sind meistens ja Glücksmomente gewesen. Und meistens auch die Zeit der Freundschaften oder der Beziehungen und so etwas, nicht? Die machen ja Glücksmomente. Klar. Und dann so diesen Aufbau von meinem Wohnung, Beziehung oder Ehe oder was auch immer, Familie, Haus. Wie war das? War das wieder eine Zeit, wo vielleicht mehr Glücksmomente waren? Hm? Ja, war bei manchen war, bei anderen nicht. Wo war nix? Wenig? War das immer sehr verschieden, wo glückliche Zeiten waren? Oder war das immer so mehr oder weniger gleichmäßig? Können wir mal gucken. War es gleichmäßig immer so bei mir? Oder war da mal viel mehr, was ich als glücklich oder freudig ansehen kann und da war mehr Schwierigkeit, da war mehr, ja, mehr Leere oder Trockenheit oder wie man das nennen könnte. Ist ja so eine trockene Zeit, gibt's ja auch manchmal, nicht? Ja. Und jetzt, vor kurzer Zeit, von letzten Jahren, wie war denn das? Glück? Mehr Glück? Mehr, manche nicken? Ja, überlegen. War da mehr Glück? Ja?
Woran lag denn das? Woran lag das, dass da mehr Glück war? Wenn man das jetzt in den letzten Jahren, die da nicken. Die da nicken. Die anderen dürfen ja nicht so viel gehabt haben. Man müssen ja mal sehen, ja. Kann jemand sagen? Weil die Suche intensiver war. Bitte? Weil die Suche intensiver war. Suche? War intensiver. Suche intensiver, ja. Interessant, nicht? Die Suche nach Glück intensiver. Meint ihr, dass in eurem Leben bisher dass die Schwierigkeiten, Probleme, Unannehmlichkeiten mehr waren als Glücksmomente? Wie war das wohl? Bei manchen, wer meint, dass mehr davon waren? Ich habe mehr Schwierigkeiten im Leben gehabt. Und wer meint, er hat weniger gehabt? Ja, war glücklicher. Und wer meint, es war ungefähr so 50-50? Ja, 50-50 sind wir gut dabei, würde ich sagen. Gut dabei mit 50-50. Ja. Und wenn ihr seht, war es leicht, die Glücksmomente zu finden, oder war es ein bisschen schwierig, als wir es nachdachten? War es nicht ganz leicht? War es leicht oder nicht? Leicht, ja? Es ist ja doch so, dass man verschiedenen Dingen mehr Gewicht gibt, auch in der Erinnerung. Und wenn wir jetzt immer wieder an irgendetwas schwere Erlebnisse immer wieder denken und uns wieder hervorholen, geben wir denen jedes Mal mehr Gewicht, ganz klar. Das ist eine Verletzung. Ich hatte eine Verletzung. Ach, bin ich so verletzt worden. Wer ist nicht verletzt worden? Bitte. Alle sind wir verletzt worden. Aber dann immer so dieses, da bin ich verletzt worden und es war so schwer und ich kann das nicht vergessen, ich kann das nicht vergessen. Ich denke alle Augenblicke dran. Dem gebe ich immer mehr Gewicht, immer mehr Gewicht. Weiß ich so, nicht? Und worum geben wir nicht dem Gewicht, was schön war? Glücksmomente. Können wir doch sagen, das war doch schön. Da war ich so verliebt, war doch herrlich. Aber nein, wir haben uns ja getrennt. Das war wohl nichts. Das war wohl nichts, heißt es dann. Das Ganze war es. Warum? Das war doch schön. Warum ist die Zeit, die man schön zusammen erlebt hat, nicht mehr schön, weil man sich getrennt hat? Ist doch irgendwie absurd, dass man auf einmal das Ganze Wasser ausgießt, anstatt zu sehen, was schön war, war schön. Und wenn auch der Anfang von einer Sache schön war und das Ende war nicht mehr schön, na gut, dann war eben ein Teil von der Sache nicht mehr schön. Ein Teil. Und wir geben dem Negativen dann ganz viel Gewicht hinterher noch und überstülpen das Ganze wieder. Und das ist im Grunde Verblendung. Auch Verblendung. Wir haften an dem Negativen. Wir haften daran. Weil irgendwo unser Ego, unser Ich leidet, dass ihm so viel angetan wurde. Ob das von außen war oder von Partner, ist ganz egal wo. Und das wollen wir ja nicht ertragen. Also ist das so besonders schwierig. Dass wir Glück, müssten wir ja immer haben eigentlich. Ist doch ganz natürlich, dass wir Glück haben müssen, Freuden und so. Manche Menschen, jetzt waren hier so ein paar dabei, die wenig gefunden haben. Manche Menschen sehen im Nachhinein erst, was ein Glück war oder Freude war. Die können das im Moment, wenn es ist, gar nicht als eine Freude oder als ein Glück ansehen, gar nicht erfassen, dass es eigentlich Glück ist. Hinterher, ach da, das war aber doch gut, hinterher. Ne? Und vor, wenn es dabei ist, ist doch klar, muss doch gut gehen. Und so geben wir den verschiedenen Wert den Dingen und haften denn an bestimmten Sachen, an denen kleben wir, bleiben dran kleben und andere vergessen wir oder geben ihnen gar keinen Wert im Grunde. Und dann kommen wir so in eine auch
auch so in eine Lage, dass wir, wenn wir das übersehen, dass wir es auch jetzt in unserer jetzigen, im jetzigen Leben dazu kommen, es kaum zu sehen, wo etwas wirklich glücklich ist. Und wenn wir mal schauen, haben wir nicht im Moment viel Glück? Haben wir es nicht gut in unserem Leben im Augenblick? Wo leben wir? In einem friedlichen Land? Was haben wir? Genug Geld, um mal Reisen zu machen, um uns mal Urlaub zu leisten? Wir haben Freunde, Bekannte. Wir haben so viel. Sind wir deswegen glücklich? Mal gucken. Ja, Gott sei Dank sind wir glücklich. Ja, ja. Wäre auch ganz gut, wenn wir uns das mal eingestehen, dass wir eigentlich glücklich sind. Nicht sein sollten. Sein, da sollte ich eigentlich glücklich sein. Ja, wir sind glücklich. Wenn man so in Asien ist, da sagte mir auch so eine Frau, die war irgendwo auch in der Regierung, hatte diesen Posten, sagt, ihr habt ja da in Europa ein ganz besonders gutes Karma. Dachte ich, so? Wusste ich gar nicht, dass wir so ein gutes Karma da haben. Ja, sagt sie, ja, ihr habt ja die Möglichkeit überhaupt, die buddhistische Lehre, das ging ihr hauptsächlich darum, ne? Ihr könnt sie frei anschauen, ihr kriegt Lehrer dorthin, ihr habt das Geld, so Seminare oder was zu machen. Hier die Leute, die sind so arm, dass sie nur dafür arbeiten müssen, dass sie überhaupt was zu essen kriegen den ganzen Tag. Die haben keine Zeit dafür. Die können gar nicht ins Kloster gehen und meditieren, sind nur ganz wenige. Die müssen arbeiten, sonst verhungert die Familie. Sie sind Gott sei Dank im Sri Lanka nicht so arm, dass sie verhungern, aber sie müssen dafür viel tun und zeitaufwendig. Und da ist mir aufgefallen, ja, wir haben viel Glück hier. Das haben wir. Also das mal wirklich ansehen. Glück muss man sehen lernen. Und nicht einfach glauben, das muss zu mir kommen und dann großartig und dann sich so darstellen, dass ich das so mit offenem Mund zu empfangen. So nicht. Auch die kleinen Glücke mal sehen. Immer wieder sehen. Ja? Ich habe letztes Mal im Sommer auch, war das im Sommer oder war es im letzten Herbst, von der Freude gesprochen. Immer wieder kleine Freuden sehen. Und wenn man viel Freude sieht, ist ja ein Glück. Ein freudiger Mensch ist ein glücklicher Mensch. Und was kommt dann dazu, was ein freudiger oder glücklicher Mensch sicherlich haben sollte, wollte ich gerade sagen. Nein, er soll es nicht haben, er hat es, der Mensch, die Menschin. Ja. Da immer wieder Frauen, Feministinnen dabei sind, bemühe ich mich immer wieder auch mal feminin zu sprechen. Nicht Mann macht, sondern Frau macht. Also, was macht man, wenn man glücklich ist? Oder was hat man dann? Hat man ein Herz, das ziemlich zufrieden ist und das Liebe hat? Denn Glück und Freude kann nur Liebe erzeugen. Was denn sonst? Und wir sind doch alle heiß darauf, Liebe zu empfinden. Und das ist richtig. Aber wir müssen auch die Augen aufmachen dafür. Und ich erzähle gerne die Geschichte von Lesbos, weil ich im letzten Jahr, diesem Jahr war es nicht, im letzten Jahr, da ist ein sehr schönes Karuna-Ressort, und wo wir eben auch Meditation machen, dicht am Meer. Und da kam eine Frau dazu, die hatte so kurze Arme und da waren die Händchen, beide Arme so. Wunderhübsche Frau, schönes Gesicht, elegante Frau. War ein Kontergan-Kind gewesen. Das war schrecklich anzuschauen. So ein schöner Mensch, hat dann studiert, hatte alles, aber hier, da hörten die Arme auf.
Und war dann auch, die Finger waren umgesetzt, dass sie überhaupt, die hatte nur vier, da war ein Finger umgesetzt, dass sie einen Daumen hatte, dass sie überhaupt was greifen konnte, sonst hätte sie nicht mehr greifen können. Das hatte man dann alles gemacht. Und diese Frau hat uns was beigebracht. Diese Frau hat dann gesagt, ja, sie hat als Kind ja furchtbar gelitten, weil sie vieles nicht mitmachen konnte. Die Kinderspiele mit Anfassen und Turnen und was weiß ich, konnte sie alles nicht richtig mitmachen. Und ist dann, hat wir dann studiert, hat gesehen, was mache ich aus meinem Leben. Und dann hat sie drei Kinder, hat geheiratet, hat drei Kinder und sagt, wie hast du denn das überhaupt gemacht? Du konntest ja deine Kinder gar nicht an der Hand führen. Ein Kind laufen lernt oder so. Also die Kinder haben Wissen doch. Man muss doch ständig ein Kind von unten nehmen, man muss laufen. Immerzu mit dem Kind was machen, mit armen Händen. Ich habe mich trainiert, dass ich aus der Hocke alles machen konnte, von unten nehmen, ne? Und das Kind laufen lernen. Sagt sie, ich habe immer Hosen angehabt und habe dem Kind gezeigt, wie es da unten festhält. Das lief immer schön mit. Das hat sich da, das wusste, wie es das machen sollte, und ich wusste es auch. Und dann hat sie uns wirklich eine Lektion gegeben, hat gesagt, ich habe dann herausgefunden, es hat lange gedauert, ich habe die Wahl. Ich habe die Wahl, verzweifelt zu sein, unglücklich zu sein, was ich alles nicht kann. Oder ich kann glücklich sein, was ich alles machen kann, wie ich es alles machen kann. Und ich habe mich für das Glücklichsein entschieden. Ich habe die Wahl. Die Frau, die strahlte. Und uns kamen fast die Tränen. So von dieses Gefühl, dass man sowas machen kann, dass man so daran wachsen kann. Das ist es. Wir haben die Wahl. Wir müssen uns entscheiden, ob wir das Negative nur sehen wollen oder ob wir das Gute und Glückliche sehen wollen. Jetzt, was sagt der Buddha zum Glück? Vielleicht ein bisschen anders, als wir so sagen. Er sagt es sehr klar und genau. Er sagt, ja, wir haben immer Glück und Freuden, gibt es im Leben. Er sagt nicht, dass es, weil das die erste edle Wahrheit heißt, alles Leben ist mit Leid verbunden. Sagt er durchaus auch, es gibt Freuden und Glück im Leben. Ganz selbstverständlich. Und dann nennt er zum Beispiel das Sinnenglück. Natürlich haben wir Glück durch unsere Sinne. Wir haben ein Glück, wenn wir etwas Schönes erleben, Schönes sehen, schöne Musik hören, einen lieben Menschen umarmen. Alles ist Sinnenglück. Wir freuen uns daran. Wie lange dauert es? Und wenn wir das haben, versuchen wir es zu verlängern, zu erhalten. Und er sagt dann, ja, versuchen es auch zu steigern, denn es verliert ein bisschen an Intensität. Je länger wir es haben, verliert es an Intensität. Je länger wir diese Musik da hören und hören und hören, nachher nur ist nicht mehr so interessant wie das erste Mal. Oder wir umarmen einen Menschen. Ja, wenn wir uns täglich umarmen, ist ganz nett, aber so wie das erste Mal ist es nicht mehr. Oder wie am Anfang. Und so geht es mit allen Sachen. Alles durch die Sinne, das muss sich steigern, damit wir immer noch das Gefühl haben, es ist was Besonderes und es ist schön. Ja. Und es vergeht. Und er sagt, wir haben durch Sinnen Glück, empfinden wir Sorge und Furcht. Sorge, dass es nicht besser, noch mehr wird und noch schöner wird, und Furcht, dass wir es verlieren können. Also das haben wir ständig bei Sinnenglück. Und er sagt das auch bei der Liebe, im Liebeskapitel, wie das ist, dass Liebe, ich finde es doch alle so unwahrscheinlich schön, wenn man sich geliebt fühlt und liebt und verliebt ist. Und er sagt, Liebe steckt ganz viel Angst und Sorge dahinter. Angst, dass die Liebe bleibt, dass der andere so bleibt, möglichst wie er ist, dass die Intensität der Liebe nicht nachlässt,
Wir haben Angst davor. Oder dass der andere weggeht, oder dass wir ihn überhaupt verlieren. Verlust. Immer wieder. Sorge und Furcht. Ja, Besitz. Besitz, im Besitz haben wir natürlich auch Glück, Besitzerglück. Und das ist doch ganz klar, dass wir immer Angst haben, dass wir was verlieren. Von unserem Geld, das kann das Haus oder sonst was. Können wir alles verlieren. Angst. Aber jetzt will ich mal das Liebeskapitel, ist ganz interessant, 213. Dhammapada Vers wieder. Der Liebe entspringt die Sorge. Der Liebe entspringt die Furcht. Für den von Liebe Erlösten gibt Sorge nicht, woher gar Furcht. Wie schrecklich, den Liebe Erlösten. Sollen wir keine Liebe mehr haben? Kommt drauf an, welche Art. Wenn wir immer verliebt sein wollen, ich glaube, das ist das Höchste, verliebt zu sein, ist es sicher Angst und Furcht dabei. Ist kurze Sache und dann ist es wieder wie ein Feuer, was entflammt wurde und dann wieder vorbeigeht. Den Lüsten entspringt die Sorge, den Lüsten entspringet die Furcht. Für den von Lüsten Erlösten gibt Sorge nicht, woher denn Furcht? Liebe und Lüsten. Von Sinnlichkeit die Sorge kommt, der Sinnlichkeit entspringt die Furcht. Für den von Sinnlichkeit Freien gibt Sorge nicht, woher gar Furcht? Alles das, was wir haben und behalten wollen, wenn wir anhaften, darum geht es. Überall, wo wir festhalten wollen, da gibt es Sorge, Angst und Furcht. Weil wir immer, wenn wir festhalten wollen, ist doch klar, dass wir wissen im Grunde, dass Verlust sein könnte. Aber wir denken, durch das Festhalten es zu verhindern. Und durch das Festhalten vermehren wir aber die Angst. Wenn wir wissen und klar, es ist so, alles verändert sich, auch das müssen wir mal abgeben und sind damit einverstanden, dass es sich ändert, ne? Brauchen wir doch keine Sorgen und Furcht zu haben, wir wissen doch, so ist es nun mal im Leben. Das war das hier. Und er sagt dann, zum Beispiel, interessanterweise, dass es gegen die Ängste, dass man da etwas tun kann. 217, finde ich auch ganz interessant. Ach nee, das ist eigentlich, ja, dass man durch Sittlichkeit und Einsicht, also Ethik und Einsicht, dass man da eine Festigkeit bekommt, dass man Sicherheit innerlich, dass man weniger Angst und Furcht noch hat. Stimmt das? Wenn ich weiß, an das kann ich mich halten, das ist meins und da brauche ich nicht Sorge zu haben, dass mir das wieder verloren geht. Wenn ich eine Ethik wirklich ernst nehme, ist es ein Halt, eine Sicherheit. Also das ist, also die Ethik kann ein Glück sein, ein Glück der Reinheit, der Klarheit und Sicherheit. Die Ethik. Ein Glück der Reinheit, innerer Reinheit. Ich versuche nichts Falsches, nichts Unethisches zu tun. Der Klarheit, ich weiß, wohin es geht und dadurch Sicherheit bekomme. Das nächste Glück nennt er die Innenschau in Meditation. Das Glück der Einsicht und der Geistesentfaltung. Das Glück der Geistesentfaltung. Ist das ein Glück, wenn man seinen Geist entfaltet? Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Geistesentfaltung ist zum Beispiel, dass du dich sammeln kannst, dass du dich konzentrieren kannst auf den Atem, dass du deine eigenen Gedanken lenken kannst, wo sie hingehen und dass sie das tun. Da entfaltest du deinen Geist, dass er, mal sagen, deinem
deinem Willen entspricht. Aber wenn du so, der gewöhnliche Geist, sagt der Buddha, da springen die Gedanken so hoch in den Bäumen herum wie die Affen und du kannst es gar nicht kontrollieren. Da ist mal da ein Gedanke und da springt er und dann irgendwo anders hin. Merken wir nicht, wenn wir da sitzen und die Gedanken sausen da rum und springen irgendwo hin, da ist die Entfaltung noch nicht vollendet. Also müssen wir noch ein bisschen was tun an der Geistesentfaltung. Entfaltet ist ein Geist, wenn er einmal eben gerichtet ist und zweitens in die Tiefe geht und die universellen Gesetze, die überall sind, erfasst. Das ist dann wirkliche Geistesentfaltung. Ja. Und deswegen der Dharma oder Dhamma, die Lehre, wird auch oft einfach das Gesetz genannt. Dhamma, das Gesetz. Und damit ist Wahrheit gemeint. Das Gesetz der Wahrheit, der universellen Gesetzmäßigkeiten, die überall wahr sind. Und die herauszufinden und zu erfassen, was macht das? Glücklich. Glücklich, absolut glücklich, weil es nämlich eine Art von Befreiung ist. Man merkt, aha, da ist etwas, was mich lösen kann von dem Anhaften. Da ist etwas viel Größeres als meine kleinen Glücks- und Anhaften. Da muss ich festhalten, dort, das ist universell. Und das ist viel größer als alles andere. Und da merke ich, da ist das sozusagen das Material für Lösung zu finden. Und dann, wenn ich das gefunden habe, dann weiß ich, aha, das ist wirkliches Glück. Befreiung vom Anhaften, größtes Glück. Und was heißt das vom Anhaften? Befreiung vom Gier, von Hass. Und heißt immer Verblendung. Das ist unsere ganze Ich-Haftigkeit. Ja. Wenn wir davon los sind, no. Was gibt's denn dann noch? Ja. Dann gibt es eben eigentlich nichts mehr, was uns an dem Glück stören könnte. Das sind die ganzen Störenfriede, eben die nicht unseren Frieden stören, die sind dann einfach nicht mehr vorhanden. Können sie gar nicht mehr. Ja. Ich wollte euch noch das tägliche Glück ist die kleinen Werte, die wir immer finden können. Und da gibt es ein ganzes Kapitel im Dhammapada, das 1000. Kapitel. Kennt ihr? Die Dhammapada kennen alle. Ja, für jeden Tag etwas. Und da heißt es dann zum Beispiel, mehr wert als 1000 Worte ohne rechten Sinn ist ein sinnvoller Spruch, der führt zum Frieden hin. Auswendig lernen, kann ich nur sagen. Auswendig lernen. Immer wieder auswendig lernen. Mehr wert als 100 Jahre ohne Maß und Streben ist ein Tag tugendhaft und in Versenkung leben. Kann man doch gut auswendig lernen, ne? Ganz einfach. Oder mehr wert als 100 Jahre in Dumpfheit ohne Streben ist ein Tag weisheitsvoll und in Versenkung leben. Mehr wert als 100 Jahre zu leben faul und schwach, ist stark und krafterfüllt zu leben einen Tag. Mehr wert als 100 Jahre das Auf und Ab nicht sehen, ist ein Tag, wenn du schaust, das Werden und Vergehen. Ist immer nur ein Tag ist so viel wert wie 100 Jahre. Sich mal diesen Wert anschauen. Das ist was wert. Das ist ein Glück. Das sind jedes Mal so ein Wert, ist ein Glück. Wenn wir einen Wert entdecken für uns, ist es ein Glück. Aber wir müssen ihn als Wert auch sehen und ihm Wert geben. Dann ist es ein Glück. Und wenn wir sagen, ja Gott, was ist das schon? Ein Tag tugendhaft und in Versenkung. Hört sich so altmodisch an, nicht? Tugendhaft.
so alte Küchenlieder mit, ne, wo Tugend immer davor kam und so. Es ist die Ethik natürlich gemeint. Ne? Ja, einen Tag wirklich ethisch leben, sich mal nach ethischen Richtlinien richten. Und dann am Abend mal sagen, das und das habe ich mal durchgezogen. Wurde mir manchmal vielleicht gar nicht so leicht. Und am Abend, meine Güte, jetzt fühle ich mich aber wohl. Das ist ein Glückstag. Reicht. Ja.